Hallo. So, haben wir festgestellt, dass einer von euch meine Schwester ist und die andere ist die Babsi. Das wird froh, dass wir das festgestellt haben, weil sonst wäre ich ja sehr verwirrt gewesen. Hätte ich nicht gewusst. Und das andere, vielleicht macht ihr mal ein Video, das ein bisschen länger ist als wie eine Minute und irgendwas. Das wäre echt super, weil dann könnte ich mir vielleicht auch ein bisschen mehr anschauen, was recht lang war. Nicht der ganze Aufwand für eine Minute Video. Und dann, das war's. Super. So, vielleicht das nächste Mal wollt ihr ein bisschen mehr erzählen oder vielleicht wollt ihr ein bisschen was zeigen. Weiß ich nicht. So wie ich habe da heute etwas vorbereitet. Ich habe von meinem Baum eine Kumquat gepflückt. Ja, die ist von meinem Baum. Wer es nicht glaubt, ich kann ein extra Video machen mit dem Baum. Ich will jetzt nicht extra da aufstehen und rüber gehen. Auf der anderen Seite, vielleicht gehen wir doch rüber und schauen uns mal den Kumquatbaum an. Schauen wir, dass die Petra nicht lügt. Es ist ein Kumquatbaum. Ja, das ist ein Kumquatbaum. So, wir sind wieder zurück zum Haus. Und jetzt schauen wir mal, wie das schmeckt. Frisch gepflückt. Gut. Tschüss. Sehr gut. Vielleicht ein bisschen sauer. Ja, sonst, es kühlt schon ein bisschen ab. Wenn nicht, dass es wirklich kalt ist, Schnee wird es keinen geben. Aber es wird ein bisschen kühler. So, das heißt ungefähr unter 20 Grad. So, jetzt schon langsam die Nächte haben so um die 18 bis 15 Grad und dann wird es ein bisschen kühler. Untertags nicht so kalt. Da haben wir meistens 25 Grad. So, da kannst du ein bisschen in der kurzen Hose da sitzen. Und kannst noch ein bisschen Farbe kriegen. So, müssen wir nicht alle leichenblass herumlaufen. Ja, es gibt noch Arbeit. Viel Arbeit. Die ganzen Feiertage stehen vor der Tür. So, das heißt Weihnachtsputz. Yeah, super. So, das heißt, ich kann das ganze Haus putzen, die ganzen vier Fans, was man so macht, was man sonst unter mir nicht so gerne macht, aber zur Weihnachtszeit, ja, da muss man es machen. Ich habe schon ein bisschen angefangen, so, damit es nicht so viel wird und dann, boah, das sollte dann schon passen. Oh, backen tue ich dieses Jahr. Viele Kekse und viele Kuchen und Torten. Torten, ja, ich glaube, das ist die Mehrzahl. Wurscht. Auf jeden Fall bin ich drauf gekommen, wie man Topfen macht. Ja, die Petra macht sich Topfen. Gestern habe ich schon meine erste, was ist das, Mandel-Topfencreme-Torte gemacht. War sehr gut. Hat zwar für ewig gebraucht, bis das fertig war, aber ich habe es geschafft. Ich muss halt alles von vorne machen. Semmelbrösel. Selber machen. Irgendwelche Sachen, die schon fertig gemischt sind in Wien, muss ich ganz alleine selber machen. So wie Topfen. Ja, muss man selber anmischen, muss man selber anrühren. Kannst nicht kaufen, Topfen. Gibt's nicht. Pech gehabt. Arbeitsmäßig. Da sind wir sehr, sehr beschäftigt. Alle Leute sind ja im halberten Weihnachtsfieber. Jetzt haben wir noch vorher Thanksgiving. Das ist jetzt den Donnerstag. Müssen noch alle fest wohin gehen. Weil jeder natürlich hat super eilig und jeder muss irgendwo hinfahren und 5 Minuten bevor es wegfahren, ich brauche das so dringend. Ja, da sind sie alle lästig. Aber ich habe gehört, in Wien ist nicht anders, da sind sie genauso lästig. Ja, ist aber eh nichts Neues, ne? Wiener zumindest immer ranzen. Ja, was die Wiener halt so machen, außer saufen, rauchen, ranzen. Ja, die Komfort vielleicht doch erst fertig essen. Ja, vielleicht, wie gesagt, möchte ein bisschen mehr zeigen in die Videos. Das ist ein bisschen arger. Eine Minute. Und ich habe nicht gewusst, dass es so schwer ist, dass man da proben muss für Video. Was ich eh nicht glaube. Aber bitte. Und vielleicht wollt ihr euch im Vorhinein überlegen, was ihr erzählen wollt, damit ich dann nachher nicht nur das Lachen oben habe und mich dann überhaupt nicht auskenne, okay, was reden die da? Weil ich verstehe es nicht, ja? Ich höre nur so. Ich habe keine Ahnung, was da gesprochen wird. Ich habe erkannt diese kleinen Nudeldinger, die ausschauen wie Hunde. Oder Hunde darstellen sollen, ich weiß nicht.
Was mit dem Hund auf sich hat? Keine Ahnung. Weiß ich wirklich nicht. So, zu viel Lachen. Habe ich nichts gehört. Ja, was ich gern hätte, ist, vielleicht kann wir ein kleines Video machen, ein bisschen von Wien. So, wie schaut es im Hirten aus? Wie schaut es in halt eher aus? Kann man vielleicht mal mit der U-Bahn ein bisschen fahren? Weiß nicht, wie elektronisch das ja ausgestattet sein. Ich meine, ich habe auf meiner kleinen Kamera so eine Videofunktion und auch auf meinem Telefon, aber die ist ein bisschen schlecht, da sieht man nicht viel. Ich glaube, das haben wir gesehen mit dem einen Video vom Jackie, das ist mit dem Telefon gemacht, das schaut nicht sehr toll aus. Aber so ein paar kleine Videos von Wien, die hätte ich schon gern. So, ich würde gerne wissen, wie schaut es so aus? Ja. Schaut die Shopping City gerade aus? Haben sie das wirklich gebaut? Also über der Tangente, dieses das Montella oder was auch immer. Und damals, wie ich weggefahren bin, haben sie ein Schild gehabt, sie wollen es bauen. Ich dachte, haben sie es jemals gebaut? Keine Ahnung. Oder vielleicht, was ein echtes Zuckerlehr ist, vielleicht ein bisschen ein Video vom Wiener Naschmarkt. Ja. Im Winter. Und vielleicht auch, oh, Christkindlmarkt. Ja, da würde ich auch gerne was sehen. Ja, ein bisschen so schauen. Also vielleicht wollt ihr ein bisschen im Christkindlmarkt gerne ein kleines Video machen, Punsch trinken oder so. Nein. Bei mir gibt es nur Sonne. So. Ich kann nur schicken ein Foto oder ein kleines Video mit. Ich bin am Strand im kurzen Leiberl und du blöd winken. Wieder würde ich sehr viele glücklich machen, glaube ich. Oder mit Zuschauern beim Kundquart essen dann. Jo. So. Außerdem, liebe Leute, Internet. Ja, wir haben alle Internet, so, es wäre irgendwie ursuper, wenn man es vielleicht auch ein bisschen verwenden würde, sagen wir so wie in Messenger aufdrehen, hier und da, in Skype aufdrehen, hier und da, dass die Petra vielleicht draufklicken kann und mit ihm reden kann, für was haben wir den Schaß? Es hat sich anscheinend noch nicht so rumgesprochen. So, selbst das Leichteste wäre, wenn sobald man am Computer ist, eins von die zwei Dinger aufdrehen. Und dass wenn ich mal auf meinem Computer bin, ich mache beide Programme auf und schaue mal, wer oben ist, dann könnte ich euch finden und könnte vielleicht ein bisschen reden oder so. Außer ihr wollt es nicht, man weiß es nicht. Okay, na dann, schöne Grüße von Florida, wo es, wie man sieht, nicht sehr kalt ist und die Sonne scheint. Und vielleicht kriege ich einmal ein bisschen ein längeres Video mit vielleicht ein bisschen mehr Inhalt. Außer Lachen und Plauster zeigen und Blinddarm raus operieren. War super, ich habe mir das nicht zum Frühstück angeschaut, so danke. Echt klasse. So, also dann, ich warte und schickt's mir's. Okay? Bye.